Moin, willkommen zurück zu Gothic 2. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal mir schön den Arsch zu machen, richtig. Ich wollte eigentlich in die Haupthalle zurücksliden, so wie es so ein richtiger Mann eben macht. Aber das Problem bei der Sache ist, dass hier ja die ganzen Gangster sind auf einmal und die wir versuchen auf die Fresse zu hauen. Das kann ich natürlich nicht so lassen. Und vorbei. Yeah. Auf geht's. Runter in den Tempel. Ein bisschen auf Knöpf drücken. Eins. Aha. Was? Ist das jetzt richtig? Oder habe ich hier Unsinn gemacht? Zwei. Na ja, das ist ja schön. So eine kleine Animation, das ist ja der gerechte Lohn für mich. So eine Animation ist der gerechte Lohn. So, jetzt nochmal. Nachdem wir beim letzten Mal hier so ein bisschen hin und her gelaufen sind und ich will nicht sagen, dass das meine Schuld war. Also da hat das Spiel definitiv ein paar Probleme gemacht, weil es einfach die Events nicht zurückgesetzt hat. Irgendwann ging's da. Hat lange genug gedauert, aber es hat im Endeffekt ja geklappt, deswegen wollen wir uns ja nicht ärgern. Okay, jetzt sind alle Schalter da und wir können in die Mitte. Jawohl. Wie schön. Das ist so klasse. Speichern wir am besten hier mal. Okay. Wie sieht's aus, als wenn hier ein paar Fallen wären? Oh Gott. Da mochte ich die Templer aus dem vorherigen Spiel ein bisschen lieber. Die waren nämlich nur Nahkämpfer. Okay. Versuchen wir die mal alle einzeln zu erledigen. Wenn die alle zusammen auf mich losgehen, habe ich jetzt nicht so die guten Karten. Oh, wer ist da denn? Hallo? Ist hier jemand? Ah! Oh Gott. Oh Gott! Trink mal einen Schluck. Und weiter geht's. Hello? Hey! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schön um den Pylon und dann kreisförmig drumrum. Leider haben diese Fackeln, die da schmeißen, so eine richtig eklig große Hitbox auch noch. Hitbox! Sodass wir da ein bisschen noch auf die Fresse kriegen, aber das ist so schlimm nicht. So. So lange dauert es jetzt übrigens nicht mehr, bis wir hier endlich mal an jemanden kommen, der so ein bisschen... Ja, was... So... Wie können wir eine Suppe kochen hier? Wie sieht's aus? Lecker. Mit dem ganzen Wasser, was hier so ein bisschen länger schon drin ist. Wir jetzt nicht wissen, wie lange schon. Steht denn hier so? Brrr. Können uns hier Tabak stopfen. Trank. Die Tränke nehmen wir mal alle mit. Vielleicht sind einige von denen ja auch noch attributsteigernd. Das wäre natürlich der reine Wahnsinn. Und blöd ist natürlich, dass wir jetzt die ganzen Dracheneier an Bandit verkauft haben. Wenn wir jetzt noch ein paar davon gehabt hätten, dann hätten wir uns ja nämlich noch ein bisschen Stärke-Drank reinzwitschern können. Aber das ist auch irgendwann mal nicht mehr möglich. Wir sind ja schon stark genug, wir haben ja schon einen Harden. Ich glaube, das hier ist so ein bisschen die letzte Stärkung, bevor es hier wirklich mal zur Sache geht. Ach, guck mal einer an. Wie ist das Spielzimmer, oder was? Aua, aua, aua. Das tut, glaube ich, so ein bisschen weh. Und da bin ich auch froh, dass es sowas zumindest bei uns nicht mehr gibt. Ja. Ey! Ey! Ich wollte hier mal fein gucken, was hier so los ist. Er ballert mich gleich mit seinen Zaubern ab. Was diese Spruchrollen hier jetzt noch bringen, weiß ich nicht. Das Buch lese ich mir nicht durch. Das wird wahrscheinlich wieder das gleiche sein wie sonst auch immer. So. Ziehen wir mal das Schwert und gehen mal in den nächsten Raum. Hey, oh. Wo steht er da auf den Stühlen von diesem Manny Calaveras da, oder was? Oh, guck mal, eine Schatzkiste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Na toll. Wo soll ich den denn herkriegen jetzt? Bist du der Foltermeister hier? Hm.
Ja. Gibt's den hier irgendwo? Aha. Nee, wahrscheinlich nicht. Der da drüben steht, ist das Xardas oder ist das irgendwie so ein super fancy Zauberer von den Bösen hier? Hallo? Xardas? Nee, nicht Xardas. Okay. Hallo! Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Wer ist dein Meister? Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Oh gut. Kommt mir bekannt vor. Das machen irgendwie alle. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Oh, und dann? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Also, dir ist schon klar, dass ich hier die Klaue Belias hab? Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hi. Was für eine Lusche. Ne, ehrlich jetzt. Lusche. Kommt er hier an und kriegt erstmal auf die Fresse. Ich bring dich um, ich bin der große Belias-Zauberer. Ich bin hier der Glatzkopf der Jahres. Keiner ist stärker als. Und auf einmal, weg ist er. Einmal schlarre Nacken. Auge der Macht. Sehr schön. Reines Mana. Hauen wir uns mal ein paar Mana-Tränke rein. Wieso ist das Mana überhaupt leer? Schwindet das jetzt immer, weil ich diesen komischen Trank getrunken habe? Oder ist das einfach nur Zufall? Ist das Blut? Ist Senf. Ach so. Ist das Senf? Ja, das ist Senf. Lieferung. Ja, Unsinn. Oh Gott, jetzt darf ich wieder suchen. Ach, guck mal an. Yay! Jetzt bin ich wirklich vorbereitet. Was steht denn da überhaupt drin? Diese Urkündige Berechtigung. Ja, genau. Eine Nachricht. Jutta, bring mal Bier mit. Senf. Ach, hier. Kadosh im Kadar. Das Auge der Macht erleuchtet deinen Weg. So. Ja, dann gehen wir jetzt alle nochmal zum Klo. Und dann geht das hier los. Würde ich sagen. Kadosh MM Kadar. Öffne dich. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ach so, hier rum. Ist hier noch was? Nee. Ich hab mein... Hafenstadt? Was ist das für ein Unsinn? Dämon habe ich auf der 9. Super. Alles klar. Ich speichere am besten hier nochmal.
dann geht's hier gleich zur Sache. Diese Treppe hoch. Und da hinten ist der super fancy Mega Dragon of the World. Heyo! Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Nee, wer bist denn du? Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt, so wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein. Das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Na denn? Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Glaubst du tatsächlich, du könntest mich mit der Klaue verletzen? Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Ich hoffe mal, das klappt. Dann wollen wir mal loslegen hier. So, Digga. Oh, guck mal hier. Und du meinst, das zieht nicht, oder was? Hier. Und wieder zieht. Das tut ganz schön weh. Ich muss aber jetzt nochmal einen Dämon beschwören. Weil einer absolut nicht reicht. So tanky sind die dann doch nicht. Oioioioioi. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass ich die besessenen Dämonen nicht angreife. Also selbst mit diesem... Oh Gott, ist das ein harter Kerl. Oh, was ist hier denn jetzt los? Sag mal, das ist feige, ne? Oh Gott, wo ist der Heiltrank? Da. Na, komm ran. Eigentlich müssten jetzt hier so ein paar untote Orks antanzen, die mir noch ein bisschen Schaden zufügen. Sind sie aber nicht, weil ich fancy bin. Oh nein. Okay, dann machen wir mitten im Kampf ein Safe State. Der Papst, der reist jetzt hier. Gegen so einen untoten Drachen ist es immer am besten, wenn man mit dem Papst kämpft. Und da ist er. Da ist der Papst, pass auf. Fütz.
Ah, das ist ja ein reiner Erdrutschsieg. Guck mal, wie viel Lebensenergie noch hab. Hm. Siehst du mal. Perfekt. Haben wir's? Was hat Xardas da gemacht? Ist Xardas der Dragonborn? Ist Xardas womöglich der Hauptcharakter von Skyrim? Plot Twist. Das ist nicht Skyrim. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Vielleicht hat der Xardas, sondern der Drache irgendwas noch da. Wie der da so halb tot auf dem Boden liegt. Hi. Seelenstein des untoten Drachen. Der ist cool. Den brauche ich unbedingt. Ich bin übrigens sehr froh, dass diese komischen Orks hier nicht rausgerannt sind. Hey. Hier in Welten des Grafikbugs. Ja, da bin ich sehr froh drum. Hätte ja sein können, dass das passiert. Ich sehe sonst noch irgendwas, was wir brauchen. Nö, ich glaube nicht. Dann werden wir mal zusehen, dass wir hier rauskommen. Aber mit Kazala. Ach, wie schön. Ja, das war der Endgegner. Ist auch schön, wenn man nach dem Endgegner noch machen kann, ne? Normalerweise sagt man dann, wenn ein Speedrunner ist, hat man den kaputt gefletscht und dann sagt man Time und dann ist vorbei. Aber hier nicht. Hier müssen wir noch richtig schnell zurückrennen. Normalerweise gibt es dann immer so Szenen, wenn der Endgegner mehrere Phasen hat und dass dann hinterher die komplette Bude nur einstürzt. Naja. Hier nicht. Da muss man schnell raus. Ja, ja, hier nicht. Hier ist egal. Hier haben wir Zeit, wie wir wollen. Ach, wie schön ist das hier. Ach, guck mal einer an. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Ja, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. So. Jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Hm? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Jo. Ich bin schon unterwegs. Also wie gesagt, die Storyline sieht vor, dass du dieses letzte Kapitel hier zusammen mit den Jungs vom alten von der Kolonie dann gemacht hast, also dann mit Diego, Lee, ne nicht Diego, Lee, also Diego, Milton, Gorn und Lester. Hey, alles dann. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Oh, Anga. Oh, Gucci Gucci Anga. Huiuiui. Aber der letzte Drache, der war auch schon mal wieder eine Nummer. Na gut, wir hatten jetzt auch die ganzen Dämonen dabei. Und ich glaube, es wäre ein bisschen intelligenter gewesen, wenn wir diese Schrumpfenspruchrolle für den letzten Drachen hätten aufgespart hätten. Aber pff, geht auch so. Haben wir auch so hingekriegt. Hey, Lee. Hey, you. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sag dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Corinus wird auch ohne dich auskommen. Then I can finally pay my long anticipated courtesy call on the king. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Oh ja, Lee. Du bist eine geile Sau. Obwohl ich deine Stimme im anderen Gothic ein bisschen geiler fand, aber das tut ja nichts zur Sache hier. Wir haben es geschafft, Freunde. Gothic 2 ist geschafft. Erledigt. Wir haben hier allen einen verplättet. Alle kaputt. Auch Mario. Mario. Wo ist Watras? Die müsste auch irgendwo hier rumeiern.
Normalerweise sollte der... Ist er hier? Ist er hier in seinem Kabuff? Nö. Sollen wir jetzt ohne Watras los, oder wie? Ja, der schafft das schon irgendwie. Ist er ein Wassermagier? Läuft. Wo ist Torloff? Ne, sag mal, jetzt muss ich jetzt nicht den kompletten Kabuff hier nochmal durchsuchen, weil ich hier irgendjemanden nicht gefunden habe, oder? Hallo. Ach, pennen tut er. Junge, aus den Federn. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Ja. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Wir legen ab! Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. Bim, bim. Oh ja, wunderschön. Gothic 2. Fertig. Grandios. Einfach nur grandios. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist nahezu perfekt, wenn man mal so überlegt, wann das rausgekommen ist. Also, ich habe einen relativ langen Artikel darüber gelesen, dass Gothic 2 sehr, sehr kurz nach Gothic 1 erst erschienen ist. Und dementsprechend hatten die wenig Zeit, da wirklich was vorzubereiten. Die hatten Zeitdruck ohne Ende, aber es ist ja trotzdem richtig geil geworden. Was ist das schon? Mit Abspann? Ich wollte so ein paar schöne Worte sagen. Hallo? Ach so. Das war jetzt nur die pathetische Szene von diesem Schiff, was weggeflogen ist. Flogen auch noch. Gefahren. Warum fahren Schiffe eigentlich? Warum schwimmen die nicht? Das ist eine gute Frage. Das ist wie so Jaden Smith, so eine Frage. Ich habe auch solche Augenbrauen. Nicht. Ich hoffe mal, euch hat das Spiel genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es ist nicht so gehypt worden von euch wie Gothic 1, aber Gothic 1 und Gothic 2 ist ein großer Unterschied. Auch was die, Qualität angeht. Da würde ich sagen, dass Gothic 2 nochmal ein würdiger Nachfolger des ersten Teils ist tatsächlich. Also, dass dann die Dinge, die im ersten Teil schon gut waren, einfach mal noch besser weitergedacht wurden im zweiten Teil. Das hast du selten. Gerade liegt das auch daran, weil nochmal die gleiche Engine verwendet wurde und so weiter und so fort. Man hatte einfach das gleiche Gefühl nochmal. Nur eben, dass es besser aussah und ja, dass mehr Charaktere da waren, die einem aber auch nicht komplett auf den Sack gingen. Das muss man erstmal schaffen. Puh, Gothic 2 hat doppelt so lange gedauert wie Gothic 1 übrigens. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, weil ich es mit Add-on gespielt habe. Gothic 3 will ich auch noch machen. Ich will mich da jetzt nochmal schlau machen, wie das am besten ist, mit welcher Erweiterung, mit welchem... Ja, wahrscheinlich mit einem Community-Patch, wenn habt ihr mir empfohlen. Danke nochmal an GambitLP an dieser Stelle dafür. Das werde ich machen. Definitiv werde ich den auch spielen, damit das überhaupt ein bisschen spielbar ist. Und dann wollte ich mal gucken, ob mit Götterdämmerung, ob ohne oder was auch immer, keine Ahnung. Ich mache mich da nochmal fashy. Süß. Habt ihr noch was Schönes? Irgendwas, um den Abspann so ein bisschen kaputt zu quatschen? Bin schon froh, dass das hier... warte mal. Innova fährt Animus Mutatis Dike Reformus Corpora. Was wird das denn wohl heißen? Axel und Katja für den Kaffee. Die kleine Scheiße? Was? Ikea für die Hotdogs? He really knows the truth.
Oh, das muss man anhalten, um das eben schnell zu machen. Das Hulle-Bulle-Land, das Chaos-Kebab, stellvertretend für alle Bekloppten dieser Welt. Das liebe ich ja, ne? Ohne euch wäre alles trostlos. Ich werde niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Standhaltung meines Lebens. Danke für deine Arschtritte. Meine Freundin gibt, meine DVD-Player. Björn Kankratz. Tonstudio nachts als Arbeitsplatz missbrauchen. Girlfriend, Parents und was nicht alles. Oh, das ist so schön. Oh Gott. Ich finde, sowas ist dann wieder... Sowas ist wundervoll. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Und da unterscheiden sich solche Outros von den Outros, die es heutzutage gibt. Finde ich schön. Also, das ist doch richtig mit Leib und Seele. So, Kinder. Und da wir jetzt leider nicht die richtige Gang mitgenommen haben, also Lester, Gorn, Diego und Milton, haben wir auch jetzt eine Cutscene verpasst. Die könnt ihr aber auf YouTube nachgucken. Einfach mal Easter Egg Diego eingeben oder was, keine Ahnung, dann habt ihr es sofort. Ich weiß noch nicht, wann ich mit Gothic 3 starten werde. Mal sehen, das wird wahrscheinlich relativ bald passieren. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie so in den Kommentaren aufgeschrieben, nein, Maddie, du musst jetzt noch unbedingt dies und jenes machen. Dann werde ich das noch nachhallen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss!